Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Freude und der Friede des auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, auch am dritten Sonntag der Osterzeit begegnen uns wieder Jünger, die immer noch nicht glauben können, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn wir in diesem Gottesdienst auf die Worte der Heiligen Schrift hören, wenn wir miteinander das Mahl feiern, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus auch heute unter uns ist und uns die Augen öffnen will. Grüßen wir ihn als den Lebendigen in unserer Mitte. Erbarme sich uns, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Guter Gott, das Geschenk der Auferstehung deines Sohnes ist für uns Menschen nur schwer zu begreifen. Wir stehen oft ungläubig und zweifeln vor dir. Es fällt nicht leicht, uns von deiner Botschaft ganz ergreifen zu lassen. Hilf uns, dein Wort immer besser zu verstehen. Sei jetzt bei uns in unserer Mitte. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten.
den Urheber des Lebens, habt ihr getötet. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Anführer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündet hat, dass sein Christus leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 11 und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in euren Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ich lese den Satz: Die beste Osterpredigt ist ein österlicher Mensch. Und der Satz lässt mich nicht mehr los. Denn ich frage mich, was ist ein österlicher Mensch? Bin ich ein österlicher Mensch? Was heißt für mich, ein österlicher Mensch zu sein? Ich gehe mit dieser Frage durch diese Woche. Daraus entstand diese Predigt. Das sind meine Antworten. Für mich ist ein österlicher Mensch, der sich in Einklang bringt mit Gottes Willen. Ich will aus Gottes Kraft und Gnade leben. Ich will mich an Gottes Liebe von Herzen freuen. Die Güte und Sorge Jesu, sie gilt mir jeden Tag. Und das versuche ich, mir jeden Tag bewusst zu machen. Kein Tag meines Lebens, kein Tag ihres Lebens ist ohne Gott. Denn Gott verdanken wir unser Leben. Gott begleitet uns durch unser Leben. Er ist Anfang und Ende und immer mittendrin dabei. Ich liebe dich, das sagt Gott zu ihnen, das sagt Gott zu mir. Das wird mir bewusst, mehr noch wird mir klar. Es ist gut und es wird gut. Am Anfang der Bibel
Am Anfang der Schöpfung stellt der Schöpfer Gott fest, es ist gut. Und ich stelle mit Gott fest, es ist gut zu leben. Es ist gut zu leben, wenn ich dieses Leben mit Gott teile. In freien Stunden, Gott freudig danke. In schweren Stunden, mich auf ihn verlasse. Denn kann ich immer feststellen, es ist gut, denn es ist gut, immer auf Gott zu bauen und immer mit ihm zu rechnen. Die Zeit unseres Lebens, sie bringt uns vieles, was uns aufbaut und kaputt macht, uns Freude und Leid bringt. Aber es ist und bleibt die Zeit, die Gott uns schenkt und anvertraut. Und wir können im Vertrauen auf Gott feststellen, es ist gut, dass du bei uns bist, im Licht des Auferstandenen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Die zweite Lesung macht es uns bewusst, die Gottesliebe vollendet sich, wenn wir uns an Gottes Wort festhalten. Es ist gut. Und wir können hoffen, es wird gut. Machen wir uns nichts vor. Der Tod ist sicherer als jede Versicherung. Aber mit Jesus, dem Auferstandenen, dürfen wir feststellen und bekennen, es wird gut. Die Zeit unseres Lebens ist in Gott geborgen. Er fängt uns auf. Er wird uns ein gutes Zuhause schenken. Jesus schenkt uns einen Frieden, den wir uns selbst nicht geben können. Denn nur im Vertrauen auf Gott, in der Freude unseres Glaubens in Jesus Christus, den Auferstandenen, können wir feststellen, es ist gut, es wird gut. Diese Botschaft darf uns prägen. Dieser Glaube macht uns stark. Sie formt uns zu österlichen Menschen. Und unser Vertrauen auf Gott, unsere Freude am Leben, unsere Stärke im Leiden, unsere Kraft in Aushalten wird zu einer österlichen Predigt. Sie wird zu einem Zeugnis für die Wahrheit dieser Erkenntnis. Die beste Osterpredigt ist ein österlicher Mensch. Seid Zeugen dafür. Amen. Wir bekennen gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten und gekreuzt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen,
zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, im Glauben an deine Auferstehung vertrauen wir darauf, dass wir deiner Hilfe gewiss sein dürfen, sobald wir dich anrufen. Wir bitten dich. Für alle Getauften, dass ihr Glaube wächst, ihr Vertrauen in dich erstarkt, ihr Leben als lebendige Christen gelingt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die verfolgten Christen, sei ihnen spürbar nahe und schenke ihnen die Kräfte, die sie brauchen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Verantwortlichen in Staat, Kirche und Gesellschaft, Heiliger Geist, leite sie, damit sie ihre Entscheidungen zum Wohle der ihnen Anvertrauten treffen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Kranken und Hilfsbedürftigen, dass ihre Not gesehen und erkannt wird und liebevolle Menschen sich ihnen zuwenden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Verstorbenen, wir denken auch besonders an Robert Steinberger, unseren langjährigen Hausmeister und Mesner, der in dieser Woche verstorben ist, dass ihnen die Auferstehung zuteil werde und das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, als den Auferstandenen rufen wir dich in unsere Mitte und Nähe. Wir danken dir für allen Beistand und Segen. Lob und Preis sei dir in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche
dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben für den Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Held des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Reinhard und allen Bischofen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern,
die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Heute beten wir in besonderer Weise für Markus Steinleitner. Nimm ihn und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinen Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenkt einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altars gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele verlangt nach dir. Da
ich dich erst nicht in der heiligen Eucharistie empfangen kann, bitte ich dich inständig. Komm zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich hoffe mich deinem Kommen, vereinige mich ganz mit dir und bete dich an, mein Heiland und Erlöser. Lass nicht zu, dass ich je von dir getrennt werde. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Guter Gott, in Jesus Christus bist du einer von uns geworden. Ein Mensch, der Freude und Leid erlebt wie wir. Auch heute noch bist du mitten unter uns, in den Menschen, denen wir begegnen. Willst du mit uns das Leben teilen? Lass uns einander annehmen, mit allen Schwächen und Stärken nach deinem Vorbild. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Bitten wir Gott um seinen Segen. Gott, öffne uns Augen und Sinne, damit wir erkennen, wer wir sind. Amen. Gott, öffne uns Augen und Seele, damit wir Christus erkennen, wo immer er uns in unseren Mitmenschen begegnet. Amen. Gott, öffne uns Augen und Verstand, damit wir unsere Aufgaben in dieser Welt wahrnehmen. Amen. Dazu segne uns der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja.